Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein neues Büchervideo für euch. Und zwar geht es heute um Buchempfehlungen für euch von mir. Beziehungsweise ihr habt mir Bücher geschickt, die euch total gut gefallen und bei denen ihr einfach sagt, hey Maren, wie sieht's aus? Kennst du vielleicht ein Buch, das auch so in diese Richtung geht? Beziehungsweise das mir gefallen könnte, wenn mir dieses Buch gefallen hat. Ja, und da habe ich ein paar Bücher für euch vorbereitet. Folgt mir gerne auf Instagram. Dankeschön übrigens an alle, die mir da Bücher geschickt haben. Es waren sehr, sehr viele. Und ja, deswegen guckt auch gerne mal im alten Video von mir vorbei. Ich habe so ein Video schon mal gedreht. Ich verlinke es euch hier oben in der Infocard. Und da habe ich auch schon so ein paar Buchempfehlungen euch gegeben. Und das Ganze führen wir jetzt weiter. Ein kleines Hello von der Maren aus dem Schnitt. ich wollte euch nur ganz kurz Bescheid geben, dass ihr momentan nur noch bis Mitte, Ende Oktober mein zweites Buch, also Step Into My Heart, wieder personalisiert, signiert, vorbestellen könnt. Also auf euren Namen signiert mit meiner wunderschönen Unterschrift und einer illustrierten Charakterpostkarte. Die wird jedem Buch beigelegt. Findet ihr auf jeden Fall unter dem Link in der Infobox. Band 2, Step Into My Heart. Band 3 könnt ihr auch schon vorbestellen, signiert. Erscheint im Januar. Fly Into My Soul findet ihr auch in der Infobox. Und Band 1, Dance Into My World, hier, könnt ihr auch signiert vorbestellen nochmal. Findet ihr auch in der Infobox. Ich habe euch alle Bücher verlinkt in der Infobox. Zum signiert vorbestellen mit Charakterkarte. Schlagt unbedingt zu, es würde mich mega, 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 mega freuen. Ja, danke für eure Unterstützung und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich habe mir so ein paar Sachen hier rausgesucht und ich würde sagen, wir starten mal direkt. Als allererstes habe ich von euch genannt bekommen Shadow Falls Camp. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das der erste Band ist, aber irgendein Band dieser Reihe ist das hier. Und in Shadow Falls Camp, das ist eine ganze Reihe, da geht es im Prinzip um ein Sommercamp, in dem quasi Werwölfe, Gestaltwandler, Feen, Hexen, Vampire und so weiter sind. Also alle möglichen Wesen mit übernatürlichen Kräften. Genau, und dort trifft dann eben Kylie ein und die weiß von nichts und dann merkt sie, ah ja, okay, vielleicht eventuell passe ich ja ganz gut rein. Aber mehr verrate ich jetzt nicht, wer es noch nicht gelesen hat. Und ja, dann passieren natürlich mysteriöse Dinge und so weiter und so fort. Ne? Ihr kennt das Spiel. Und das mochte ich früher sehr, sehr gerne. Also es ist ein wirklich mega cooles Jugendbuch. Ah ja, genau, das ist auch tatsächlich Band 1, sehe ich jetzt gerade. Ich habe nicht alle Bände gelesen, aber ich glaube, ich habe 3 Stück gelesen und ich fand die richtig, richtig cool. Und wenn euch das hier gefällt, dann gefällt euch mit Sicherheit auch Crave von Tracy Wolf. Ich kann nicht mehr, wirklich. Dieses Buch hat mich fertig gemacht. Das hat, ich glaube, 800 Seiten oder sowas. Ich glaube, irgendwas um den Dreh. Ja, nee, 700 ungefähr. Aber es hat mich so, so süchtig gemacht. Ich kann nicht mehr, wirklich. Ich habe sogar überlegt, das Buch danach auf Englisch weiterzulesen, die ganze Reihe weiterzulesen, weil ich nicht warten kann, bis das Deutsche erscheint, das zweite. Es geht im Prinzip um ein junges Mädchen, das kommt nach Alaska an die Cat Mare Academy. Dort passieren mysteriöse Dinge und dann irgendwann fällt diesem Mädchen auf. Okay, gibt es da vielleicht auch seltsame Gestalten, die jetzt nicht unbedingt was Menschliches an sich haben? Es ist schon so ein bisschen Twilight angehaucht, aber es gibt nicht nur Vampire dort, okay? Und ich fand es so geil, es hat mich so süchtig gemacht. Es war aber auch humorvoll. Ich fand es einfach rundum einfach nur so geil. Eins meiner absoluten Jahreshighlights, ohne Witz. Ich habe es übrigens geschenkt bekommen. Es ist zwar ein Leseexemplar, aber ich habe es nicht vom Verlag bekommen, sondern von einer Freundin geschenkt bekommen. Deswegen ist meine Meinung auch wirklich meine echte Meinung. Das wäre sie auch, wenn es ein Rezensionsexemplar wäre. Da könnt ihr euch immer drauf verlassen. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Aber ich habe mich so verliebt in dieses Buch und ich kann es kaum erwarten, dass der nächste erscheint. Und es macht so süchtig. Es ist so geil. Es ist einfach nur so, 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 so cool. Als nächstes haben wir The Deal. Das hatten wir, glaube ich, auch im letzten Video drin. Aber, also hier The Deal von Elle Kennedy, weil meine New Adult Romance Queen, beste New Adult Bücher aller Zeiten, humorvoll, aber trotzdem mit deepen Themen, sage ich jetzt mal, und einfach Beste. Einfach nur Beste, okay? Genau, das hatte ich, glaube ich, schon im letzten Video mit drin. Aber ich habe noch ein Buch gefunden, das mich so vom Feeling daran erinnert hat, aber das ich nicht genannt habe, weil ich es irgendwie nicht... Ich habe es irgendwie vergessen, glaube ich. Und zwar, jetzt wartet aber erstmal, bevor ihr die Augen verdreht. Und zwar Rock My Heart von Jamie Shaw. Ich weiß, hier geht es um Eishockeyspieler, die hot sind am College. Und hier geht es um eine Rockstar-Band irgendwie. Aber es ist genauso humorvoll, es macht genauso süchtig. Der Schreibstil ist sehr ähnlich. Also wenn ihr eine Geschichte sucht, die vom Schreibstil her so ist wie von Elle Kennedy, dann kann ich euch die tatsächlich echt empfehlen. Und seid nicht abgeschreckt von den Rockstars. Ich war auch abgeschreckt, okay? Ich hab schon genug darüber gesprochen, okay? In einem meiner letzten Videos in den letzten Monaten.
Die Roxas, die haben mich um den Finger gewickelt, okay? Ja, ich krieg nicht genug von ihnen. Und es ist wirklich humorvoll und lustig und toll, aber trotzdem mit deepen Themen. Und ja, ich mag es so gerne, okay? Ich mochte es so, so gerne. Und ich stehe auch dazu, dass ich Rockstar Romance feiere, okay? Aber hauptsächlich diese hier. Diese Reihe ist der Burner, okay? Ich habe erst 2 von 4 Teilen gelesen, aber die waren der Burner. Und ja, das heißt, wenn ihr den Schreibstil von L. Kennedy mögt, dann könnte das auch was für euch sein. In Bezug auf den Schreibstil zumindest. Das Thema müsst ihr halt dann selbst entscheiden. Aber ich sage euch eins, gebt den Rockstars mal eine Chance, ja? Ihr werdet es nicht bereuen. Und von den Rockstars geht es doch direkt zu einem sehr ähnlichen Thema. Und zwar Feminismus. Und zwar habt ihr genannt Untenrum frei von Margarete Stokowski. Das ist ja quasi ein Sachbuch, also es ist jetzt kein Roman an sich, aber es geht halt um Feminismus hauptsächlich. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ich habe das sehr, sehr gefeiert. Ich fand es so wichtig. Ich finde, dass jeder das Buch lesen sollte. Und Margarete Stokowski hat ja noch ein anderes Buch. Ich glaube, irgendwas mit Patriarchat oder so heißt das. Das ist irgendwie mit Blau. Das habe ich noch nicht gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass euch das dann auch gefällt. Aber ansonsten habe ich noch 3 andere Bücher hier, die dazu auch passen, so zum Thema Feminismus und sowas. Und zwar einmal, das ist aber wiederum ein Roman, und zwar Kim Ji-young, geboren 1982, von Cho Nam-joo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Tut mir leid, wenn nicht. Das ist auch sehr dünn. Aber es geht um eine Frau, also Kim Ji-young in Südkorea. Und ja, wie der Name schon sagt, ist sie geboren 1982 und man begleitet so ihr ganzes Leben. Also mit was sie sich einfach so rumschlagen muss und wie hart einfach Frauen dort behandelt werden. Und es ist einfach nur schockierend und es öffnet einem voll die Augen, wie es einfach in anderen Ländern zugeht und sowas. Super krass feministisch und also einfach nur mega interessant, schockierend. Und ich finde auch, dass es wirklich viele Menschen einfach mal lesen sollten. Besonders wenn ihr euch für Feminismus und sowas interessiert. Kann ich das euch auch sehr empfehlen. Da ist man echt in ein paar Stunden durch und wirklich richtig, richtig gut. Dann habe ich noch Alte weiße Männer von Sophie Passmann, ein Schlichtungsversuch. Das ist auch wieder eher ein Sachbuch quasi. Also da gibt es dann verschiedene Gespräche, weil sich Sophie Passmann mit verschiedenen Männern zusammengesetzt hat und dann über die alten weißen Männerthemen gesprochen hat. Und ja, da kamen echt interessante Sachen auf den Tisch und ich fand es auch super interessant. Also es war echt richtig, richtig cool. Da könnt ihr mir auch vorstellen, dass euch das auch gefallen könnte. Und dann ein Buch, was ich allgemein sehr, sehr cool finde, auch was die Aufmachung betrifft. Und zwar Women Don't Owe You Pretty von Florence Given. Das ist dieses Buch hier und das ist auch illustriert tatsächlich. Also wie ihr seht, ja, ist auch einfach ein hübsches Buch an sich. Achso, es ist übrigens auf Englisch, solltet ihr vielleicht wissen. Genau, und es geht eben auch um Feminismus. Es ist einfach super interessant und lehrreich und gibt einem einfach was mit auf den Weg. Und auch gerade jüngere Leute sollten sich meiner Meinung nach mit solchen Themen befassen. Also nicht nur damit, natürlich auch mit anderen wichtigen Themen. Deshalb kann ich euch diese Bücher auf jeden Fall auch sehr empfehlen, wenn ihr untenrum frei mochtet. Dann habt ihr mich auch nach Buchempfehlungen gefragt, wenn ihr To All the Boys I've Loved Before mochtet. Da habe ich das Buch nicht da, muss ich dazu sagen. Aber ich blende es mal hier ein. Ich meine, ihr kennt das ja. Da habe ich 2 Sachen rausgesucht. Einmal ein Buch, das ich verschlungen habe und geliebt habe. Und ich fand es so, 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 so toll. Und ich finde, ganz ehrlich, das gefällt euch zu 90%, wenn ihr To All the Boys mochtet. Und zwar ist das Excuse Me While I Ugly Cry von Joya Goffney. Und es ist auf Englisch, das solltet ihr wissen, aber es ist echt ein einfaches Englisch. Also klar, so dieses Basic-Englisch aus der Schule solltet ihr vielleicht schon können. Also für blutige AnfängerInnen ist es jetzt vielleicht nicht geeignet, aber wenn ihr so das Basic-Englisch könnt und so, dann ist das vollkommen okay. Und es geht um ein junges Mädchen und das schreibt super gerne Listen in ein Notizbuch, also alle möglichen Listen. Und dann verschwindet dieses Notizbuch, in dem sie diese ganzen Listen hat, plötzlich. Und am nächsten Tag, glaube ich, oder ein paar Stunden später, wird sie erpresst. Und zwar will diese Person, die dieses Journal hat, also dieses Buch, dieses Ding öffentlich machen, wenn sie nicht bis zum Ende des Sommers oder so, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall in einer gewissen Zeit, die Aufgaben von ihrer Bucketlist abhakt und auch noch ein paar andere Sachen macht. Und das Ganze stellt sie vor eine ganz schön krasse Herausforderung, vor allem als dieser Blackmailer, also der Erpresser,
oder die Erpresserin, man weiß ja nicht, wer es ist, ne? Das muss man ja herausfinden, wer das ist. Diese Person veröffentlicht dann plötzlich auch noch was und dann denkt sie, okay, Mist, die Kacke ist echt am Dampfen. Und dann gibt es Carter Bennett und der bietet ihr dann plötzlich seine Hilfe an, weil er so ein bisschen daran schuld ist, dass das Notizbuch verschwunden ist. Und ja, wer weiß, ob sich da dann vielleicht ein bisschen was Liebesmäßiges ergibt zwischen den beiden, man weiß es nicht, ja. Aber es ist einfach so cool. Ich habe es geliebt, ich fand es lustig, ich fand es total cute. Es ist so ein typischer Vibe von einem Netflix-Rom-Com, Teenie-Rom-Com-Film oder so. Also ich liebe es so sehr. Absolutes Jahreshighlight. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Außerdem kann ich euch dann auch noch empfehlen The Summer I Turned Pretty von Jenny Hahn. Genau die gleiche Autorin im Prinzip. Also da könnt ihr euch mal umschauen bei der Autorin. Die hat viele Bücher, die eben so in diese Richtung gehen. Von To All the Boys I've Loved Before. Also so von der Stimmung und so. Und das habe ich übrigens auf Englisch und ich habe es aber auch auf Deutsch, aber ich finde das englische Cover halt um Welten schöner. Hier geht es eben um einen Sommer. Es ist im Prinzip auch so ein Teenie-Liebes-Highschool-Ding im Sommer, der letzte Sommer und so weiter und so fort. Und es macht einfach sehr viel Spaß und ja, gibt mir einfach so diese ganzen Vibes von To All the Boys I've Loved Before. Und dann wolltet ihr noch einen Buchtipp, wenn ihr Kiss Me Once von Stella Tuck mochtet. Das fand ich auch super lustig und hier geht es ja um einen Bodyguard, der ziemlich hot ist und der dann quasi auf Ivy Redmond, genau, aufpassen muss am College und so weiter und so fort, im Wohnheim und so. Und ja, er ist ja halt ihr Bodyguard. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf, weil das ist ja eigentlich verboten, aber er ist ja hot und, ne, und die verstehen sich halt sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ich hatte so, es ist nicht unbedingt die gleiche Story, das ist nämlich was komplett anderes. Es hat nichts mit Bodyguards zu tun. Aber ich finde so, was den Humor betrifft, finde ich, dass Kate in Waiting von Becky Abatelli damit vergleichbar ist. Weil es ist auch so dieses locker, leichte, humorvolle, was einfach Spaß macht. Deswegen glaube ich, also hier geht es eher um Musical und Theater und sowas und viel um Freundschaft. Aber ich glaube, wenn euch der Schreibstil oder der Humor und so hier gefallen hat, dann könnte euch das auch sehr gut gefallen. Ich hoffe, da war das eine oder andere Buch für euch dabei. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, falls ihr noch irgendwelche Ergänzungen habt. Das würde mich mega interessieren, weil ich habe ja auch nicht alle Bücher auf der ganzen weiten Welt gelesen. Deshalb, ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn euch noch weitere Bücher dazu einfallen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Serien und zu Büchern. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns ganz bald wieder und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!